Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder eine extrem attraktive Amazon KDP Low-Content-Buchnische vorstellen. Ich hatte schon mal vor ein paar Tagen ein Video zu diesem Thema gemacht und ich hatte gesagt, dass ich zu diesem Zeitpunkt die wahrscheinlich attraktivste Amazon KDP Low-Content-Buchnische gefunden habe. Heute habe ich aber eine Nische gefunden, die sogar noch besser ist, wo ihr noch mehr Geld mit jedem einzelnen Buch verdienen könnt und wo auch der Schwierigkeitsgrad der Konkurrenz recht gering ist. Was es für eine Nische ist, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Um welche Nische soll es also heute hier in diesem Video gehen? In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Tracing Book Nische sprechen. Tracing Books sind einfach nur Bücher, wo Kinder praktisch nachmalen können, wie ein bestimmter Buchstabe beispielsweise geschrieben wird. Das heißt, man könnte beispielsweise hier solche Bücher publizieren, wo dann man eine Umrandung hat und die Kinder müssen in der Umrandung, sag ich jetzt mal, den Buchstaben zeichnen. Es gibt aber auch einfach solche Bücher hier, wo dann schon der Buchstabe auf einer Zeile niedergeschrieben ist und die Kinder sollen einfach dann diesen Buchstaben immer wieder und wieder aufschreiben. Natürlich gibt es diese Tracing Letter Books in unterschiedlichen Kategorien. Viele von diesen sind natürlich, sag ich mal, ausgelegt auf Kinder, ganz klar. Es gibt aber auch einige Tracing Books, die zum Beispiel auf Schönschrift ausgerichtet sind oder zum Beispiel auf andere, sag ich jetzt mal, Sprachen, zum Beispiel Japanisch oder Chinesisch oder was auch immer. Das heißt, es gibt auch sicherlich viele Tracing Books für Erwachsene. Bloß natürlich die dominante Nische ist sicherlich Tracing Books for Children. Warum genau mache ich das Ganze überhaupt immer auf Englisch? Ich würde euch persönlich empfehlen, dass ihr anfangt, wenn ihr Low- bzw. No-Content-Bücher publiziert, dass ihr also da mit dem englischsprachigen Markt bzw. dem US-Markt anfangt, weil dieser US-Markt bzw. der englischsprachige Markt einfach profitabler ist und ihr meines Erachtens schnelle Verkäufe generieren werdet. Es ist natürlich nie schlecht, sein Buch auch in andere Sprachen zu übersetzen, aber es ist grundsätzlich ganz gut, wie gesagt, mit dem US-Markt zu beginnen und genau deswegen fange ich auch immer hier an mit Englisch. Keywords. Gut, wir können ja hier mal ein bisschen runterscrollen, können uns das Ganze anschauen. Ihr seht, dass die meisten von diesen Büchern definitiv auf Kinder ausgerichtet sind. Es gibt natürlich dann auch einige Bücher, die dann von Firmen, denke ich mal, wie Disney oder so hier publiziert werden, wo es dann auch klare Themes, wo es klare Themen gibt. Zum Beispiel hier Disney Pixar, denke ich mal, Monster AG oder zum Beispiel, was sind das, die Unglaublichen oder diese ganzen unterschiedlichen Kinderfilme. Also wie gesagt, viele, viele unterschiedliche Nischen. Dann natürlich auch mit unterschiedlichen Fokus, zum Beispiel einmal auch Zahlen, da manchmal zum Beispiel Buchstaben oder zum Beispiel auch sehr verspielte Bücher, wo man dann zum Beispiel irgendwie einen Hund hat und man soll in diesem Hund dann irgendwelche Dinge nachzeichnen und so weiter und so fort. Das heißt, der Kreativität ist da wirklich keine Grenze gesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld kann man denn eigentlich mit solchen Büchern verdienen? Dazu habe ich wieder den Begriff Tracing Book in Publisher Rocket eingegeben. Übrigens, Publisher Rocket kriegt, soweit ich das sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen ein ziemlich großes Update. Es werden ein paar neue Funktionen hinzukommen, was ich ganz schön finde. Und es wird alles auch ein bisschen farbiger und noch schöner gestaltet, was ich auch total spannend finde. Deswegen für die Leute, die Publisher Rocket bereits nutzen, ihr werdet relativ bald dann wahrscheinlich auch so ein Pop-up bekommen in eurem Publisher Rocket Account, wo ihr euch eintragen könnt für den nächsten Produktlaunch. Übrigens, das ist natürlich für alle Leute, die Publisher Rocket nutzen, komplett kostenfrei. Das heißt, ihr kriegt dann Zugriff direkt auf dieses Update und könnt dann mit, sage ich jetzt mal, diesen neuen Tools arbeiten. Falls ihr euch noch nicht Publisher Rocket geholt habt, ein Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin. Mit diesem Tool hier kann man ganz genau nachschauen, wie profitabel welche Nische ist. Kostet einmalig $97 und ihr müsst anschließend nie wieder dafür zahlen und ihr kriegt alle Produkt-Updates umsonst. Ihr könnt damit tausende profitable Nischen finden und ich denke mal, wenn ihr ein gutes Buch publiziert, dann habt ihr vielleicht sogar schon beim ersten Buch das Geld wieder drin. Kann ich also sehr empfehlen. Link zu Publisher Rocket ist in der Videobeschreibung drin. Also, ich habe den Begriff hier mal eingegeben und ihr werdet sehen, dass es sehr viele extrem attraktive Nischen gibt. Zum Beispiel diese hier, Tracing Books for Kids Ages 3 to 5. $40.713 macht das Topbuch hier im Monat. Dann Tracing Books for Toddlers 2 to 4 Years. $33.755 im Monat oder zum Beispiel diese Nische hier, Tracing Books for Kids, $16.592. Und wenn ich hier sogar nochmal auf die Konkurrenz drauf gehe, dann gehe ich mir davon aus, dass einige Bücher sogar über 40.000 pro Monat machen. Schauen wir mal hier, zum Beispiel dieses Buch, wow, $95.000 pro Monat an Umsatz mit nur einem einzigen Buch. Also dieses Buch hier, My First Learn to Write Workbook. Das ist natürlich absolut unfassbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein Low-Content-Buch sein könnte, das über Amazon Kindles geself-published wurde. Könnte vielleicht sein, vielleicht aber auch nicht. Wie auch immer, $95.000 mit nur einem einzigen Buch pro Monat. Das ist mal eine Ansage. Wir können hier unten nochmal auf Load More klicken, können uns noch ein paar mehr anschauen. Hier unten haben wir auch eins, $46.967 pro Monat oder hier $10.568 pro Monat.
Und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach unten gucken. Gut, hier gibt es keine weitere mehr, die so in der Größenordnung sind, glaube ich zumindest. Nee, aber dennoch viele, viele weitere, die richtig profitabel sind. Schauen wir uns nochmal die Keywords an. Es gibt, wie gesagt, viele unterschiedliche attraktive Keywords. Schaut immer erst auf das Einkommen, schaut dann darauf, dass der Schwierigkeitsgrad der Konkurrenz unter 60 ist. Zum Beispiel diese beiden Nischen hier wären ganz interessant, nämlich Tracing Books for Adults oder Tracing Books for Kids Ages 4 to 8. Das wären zum Beispiel zwei attraktive Nischen, da würde ich reingehen. Oder zum Beispiel hier diese Nische, Tracing Book Art, haben wir gerade mal eine Schwierigkeitsrate Konkurrenz von 45. Oder diese hier unten, Tracing Book Kids 52. Oder diese ganzen hier unten, zum Beispiel Tracing Book Reusable, Tracing Book Toddler und so weiter und so fort. Und das A und O, wie gesagt, ist, dass ihr, wenn ihr solche Nische hier findet, dass ihr auch nochmal auf Konkurrenz draufklickt, dass ihr schaut, welche Bücher gibt es, ist die Verteilung homogen. Hier sieht man sehr schön, dass die Verteilung homogen ist, dass es also viele Bücher gibt, die richtig gutes Geld machen, und dementsprechend ist es auch ein gutes Zeichen für uns. Das wäre also hier zum Beispiel eine Nische, die ich persönlich nutzen würde, zum Beispiel Tracing Book for Kids Ages 4 to 8, weil wir, wie gesagt, dann einen Competitive Score von gerade bei 20 haben, die Einnahmen ziemlich gut sind und die Konkurrenz. So ist das praktisch, viele Bücher gutes Geld machen, das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau kann man solche Bücher in der Praxis umsetzen? Das erste, was ihr dazu natürlich braucht, ist erstmal ein KDP Interior, das heißt das, was sich im Buch drin befindet. Da gibt es zum Beispiel dieses Interior hier, das ich euch sehr empfehlen kann. Das ist auch eins, wo ihr direkt Commercial Use bekommt. Ich finde es auch schön, dass sie es hier so direkt ausdrücken. Viele Leute haben sich das hier schon abgespeichert. Es ist ein sehr hochqualitatives Design, kostet gerade mal $5 und ihr könnt euch das in der Videobeschreibung holen. Da habe ich euch einen Link reingetan. Ihr kriegt auch eine Commercial Use License, was auch schön ist. Und ihr kriegt auch Technical Support, falls es irgendwelche Probleme geben sollte. Wirklich optimal, viele unterschiedliche Seiten sind da drin, immer mit einem jeweiligen Buchstaben und dann noch zum Beispiel solchen Designs hier, was ich sehr schön finde. Es ist ready to upload für KDP. Ihr habt das in unterschiedlichen Dateiformaten vorliegen, also zum Beispiel AI, EPS, PDF, PNG als auch JPEG. Die könnt ihr, wie gesagt, jederzeit dann nutzen für eure Bücher. Ich denke mal, in meisten Fällen werdet ihr erstmal nur die PDF nehmen. Wenn ihr die umarbeiten möchtet, dann natürlich eine AI- bzw. EPS-Datei. Das braucht ihr, wie gesagt, zuallererst mal. Dazu befindet sich ein Link in der Videobeschreibung drin. Dann das nächste, was ihr braucht, ist natürlich ein Cover. Wie immer schlage ich euch diese Dame hier vor, weil ich mit der zusammenarbeite und die macht, wie gesagt, sehr gute Covers. Auch dazu befindet sich, also zu ihr befindet sich ein Link in der Videobeschreibung drin. Und dann müsst ihr natürlich nur Folgendes tun, nämlich ihr müsst das Buch hochladen. Dazu einfach nur auf kdp.amazon.com gehen, anschließend dann auf mein Konto klicken oder euch anmelden. Sobald ihr es getan habt, könnt ihr in euer Bücherregal gehen und hier auf Taschenbuch draufklicken und dann seid ihr bereits in eurem Taschenbuch drin. Zuallererst natürlich die Sprache festlegen, zum Beispiel Englisch, anschließend dann den Buchtitel festlegen, hier auf jeden Fall die Keywords aus Publisher Rocket nehmen, das heißt die, die wir auf der linken Seite gesehen haben, die in den Buchtitel integrieren, als auch in den Untertitel integrieren. Bei der Serie müsst ihr nichts eintragen, bei der Auflage einfach eine 1 rein, dann beim Autor natürlich euren Namen eingeben oder halt einen Künstlernamen. Wenn ihr einen Künstlernamen angebt, muss im Impressum von eurem Buch, also das, was ganz hinten zum Beispiel ins Buch reinkommt, da muss natürlich dann stehen, so etwas wie, sagen wir mal, Max Mustermann wird vertreten durch oder wird vertreten von, und das ist dann natürlich dann die echte Person schlussendlich, also Max Mustermann wird vertreten zum Beispiel durch oder von Leon Chortari und dann meine Adresse, dann natürlich auch meine Anschrift, meine E-Mail-Adresse zum Beispiel, meine Webadresse, falls ich sowas habe, welche Auflage das ist und so weiter und so fort. Dann bei Mitwirkenden müsst ihr nichts eintragen, bei der Beschreibung würde ich wirklich probieren, diese 4000 Zeichen hier auszunutzen. Bei den Veröffentlichungsrechten einfach auf Ich bin Inhaber des Urheberrechts und der erforderlichen Veröffentlichungsrechte draufklicken, dann bei den Stichwörtern hier 7 Keywords aus Publisher Rocket eingeben, auch wenn die relativ lang sind, das macht nichts. Dann bei der Kategorie hier einfach auf Kategorie auswählen klicken, dann auf nicht klassifizierbar klicken oder auf Sachbücher klicken, müsst ihr entscheiden. Normalerweise ranke ich meine immer in nicht klassifizierbar, aber wenn es mal ein Buch gibt, das wirklich zu einem bestimmten Thema passt, dann gehe ich auch gerne hier in Sachbücher rein und klicke auf eine der Optionen drauf und lasse es unter Sachbüchern ranken, dann hier unten auf Speichern draufklicken und dann nur noch bei nicht jugendfreie Inhalte auf Nein klicken. Ihr habt keine nicht jugendfreien Inhalte drin und dann auf Speichern und Fortfahren klicken und dann könnt ihr schon zu den Taschenbuchinhalten übergehen. Hier müsst ihr einmal natürlich das Cover hochladen, das euch die Dame erstellt hat, das wie gesagt als PDF hochladen. Anschließend dann müsst ihr euren Inhalt vom Buch, also sag ich jetzt mal dieses Interior, müsst ihr hochladen als PDF. Dann seid ihr auch schon damit durch und dann müsst ihr nur Folgendes machen, nämlich dann müsst ihr zum dritten Schritt übergehen und die Rechte und die Preise festlegen, nämlich dass ihr weltweit diese Bücher verkaufen dürft und wollt. Und natürlich auch müsst ihr den Preis angeben und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, dass das Buch 7,99 kostet oder 12,99 oder wie viel auch immer. Dazu würde ich mich so ein bisschen an den anderen Büchern hier orientieren. Das heißt, ich würde es schon recht günstig machen, aber natürlich nicht zu günstig, weil nicht vergessen,
Amazon nimmt natürlich auch noch einen Teil und ihr werdet sehen, wenn ihr einen ganz geringen Betrag eingebt, ich glaube 4,99 oder 5,99, da werdet ihr praktisch keinen Gewinn machen, also wirklich 0 Euro. Wenn ihr dann den Preis ein bisschen höher einstellt, 6,99, 7,99, 9,99 oder sowas, dann fängt es auf einmal an, Sinn zu machen, weil dann macht ihr auch wirklich Gewinne. Dementsprechend, ich würde schon ein bisschen teurer machen, nicht unbedingt so 5 Euro nur oder 6 Euro nur, sondern ruhig schon ein bisschen teurer, damit ihr halt einfach Gewinne einfahren könnt. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. In der Videobeschreibung befindet sich drin einmal natürlich ein Link zu diesem KDP und T-Ray hier, dann natürlich auch wieder ein Link zu der Designerin und ganz wichtig für die Leute, die das Ganze professionell starten wollen, die ein erfolgreiches KDP Low Content Business aufbauen wollen, natürlich ein Link zu Publisher Rocket, ist das Tool, das ich euch wirklich sehr empfehlen kann. Ich nutze das selbst. Die Plattform gehört mir nicht, falls viele Leute sich wundern, also schön wär's. Es ist einfach nur ein richtig, richtig gutes Tool, mit dem ihr tolle Nischen finden könnt, tolle Bücher umsetzen könnt und mit dem ihr richtig, richtig gutes Geld verdienen könnt und das für einmalig gerade mal 97 Dollar. Wie gesagt, meine klare Empfehlung an euch. Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.